geteilt sind, denen gegenüber. Die Realitätsfrage stellt sich nicht. Der Handelshasen ex-Albert, bereits 1923 vom Baudirektor Ingenieur Ludwig Sandor als ein mögliches Schriftstellerprojekt für den Bau des Alberner Hafens. Ja, wie auch immer. Ich werde Bilder als Video mit Ton an eine Wand projizieren. Als Ton wird das Rauschen eines Baches zu hören sein. Zu meiner Arbeit gibt es nicht viel zu sagen. Es handelt sich um eine kleine Auswahl. Infolge der Masse an Bildern ändert sich unsere Sichtweise. Der Staat. Von allem und jedem ein bisschen kosten die Wahl des Elements Wasser als Gegenstand der Arbeit. Okay. Was? Das Wasser für eine Allgegenwärtigkeit im Alltag. Ja, Herr Höfner. Thank you.